aus einem verregneten Günzburg. Wir sind heute zum zweiten Mal schon bei Regenwetter im Legoland Deutschland oder noch nicht ganz drinnen, aber gleich. Ihr erinnert euch sicher noch an die Hochzeitsreise, da hat es auch mal geregnet. Wir werden uns mal anschauen, was sich da heute alles machen lässt. Also, bis gleich. Wir haben zum Glück noch mehr Glück als Verstand offensichtlich, denn es regnet gerade nicht, aber falls es regnen würde, ist es sogar überdacht. Also kein Problem. Wir schwingen uns dann in ein Böchchen und werden euch berichten, wie die Fahrt vonstatten gegangen ist. Nur, dass ihr es wisst, es hat wieder zu regnen begonnen und man darf leider auf der Fahrt nicht den Schirm aufspannen. Das ist zu gefährlich, macht aber nichts. Wir sind ja alte Seebären, die zwar nicht schwimmen können, aber das Wasser natürlich gewohnt sind. Wir fahren jetzt hier in eine kleine Runde. Eine romantische Bootsfahrt. Die Attraktionen haben zum Glück bis jetzt jedenfalls alle geöffnet, was ja. Ich wundert, auch die Achterbahnen sind offen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Es soll eigentlich zu regnen aufhören, aber ich denke mir, nicht so viel Gas geben. Hallo! 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 Leider gibt es bei Booten keine Warnblinkanlagen, das sie nicht wussten. Denn es ist da vorne gerade fast ein Unfall passiert. Jetzt fahren wir natürlich brav an die Seite, um eine Rettungsgasse zu bilden. Nein, so dramatisch ist es. An einem Regentag merkt man natürlich, dass besonders in den Innenräumen wie hier im Fabrikshop um einiges mehr los ist. Wir sind hier gerade noch am Vormittag und ihr seht die Schlange. Ich glaube, die Leute mussten da fast eine Stunde warten, bis sie reinkommen. Ja, das ist halt das Regenwetter. Ihr seht dort drüben beim Ninjago Flyer ist dementsprechend wenig los. Da wäre man sofort dran gekommen. Ja, aber eben, wir haben uns dann auch entschieden, doch ein bisschen zu shoppen. Und wenn es regnet, dann muss man halt ein bisschen mehr einkaufen, ein paar mehr Figuren machen. Wir haben den Auftrag, noch ein, zwei Tims nachzugravieren lassen und das machen wir natürlich gerne. Natürlich ist beim Regen oft ein bisschen schwierig mit dem Essen gehen. Es sind einige Essgelegenheiten, wo man nur dann heraussitzen könnte, wenn es schön sonnig ist. Zum Beispiel über diesem chinesischen Restaurant, was wir schon öfter gegessen haben. Aber es gibt zum Glück auch ein paar Restaurants, wo man drinnen essen kann. Ihr erinnert euch sicher noch, letztes Jahr waren wir an einem Burger essen bei diesem Stars, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Irgendwie Stars, irgendwas? Wir dort noch. Ja, beim Ninjago-Bereich. Und vielleicht auch bei diesem einen Restaurant vorne bei den Bötchen. Wir werden sehen, wo wir heute essen. Lustigerweise war trotz Regenwetter um einiges mehr los als bei den letzten Malen, wo wir im Legoland waren. Also verlasst euch nicht drauf, dass Regenwetter bedeutet, dass wenig Leute im Legoland sind, muss nicht unbedingt stimmen. Wir stehen hier beim Zug und stehen an, um eine Rundfahrt zu machen. Bei der auch sehr viel los war. Wir haben da, glaube ich, 4 oder 5 Mal gewartet, bis wir endlich dran waren. Dass hier so viel los ist, obwohl das Wetter so schlecht ist, liegt wahrscheinlich daran, dass die Tickets für das Legoland jetzt ja alle vordatiert sind. Das heißt, jeder muss sich im Vorhinein schon aussuchen, an welchem Tag er ins Legoland gehen möchte. Und dann lässt man das Ticket natürlich nicht verfallen. Hier seht ihr nochmal die Schlange vor dem Fabrikshop. Es regnet heute schon den ganzen Tag, auch wenn nicht ganz so stark im Moment. Aber wir haben jetzt bemerkt, dass alle Fahrten aktiv sind. Das heißt, ihr könnt, wenn es euch nichts ausmacht, dass ihr ein bisschen nass werdet, hier auch im Legoland mit den Achterbahnen draußen fahren. Das Einzige ist, glaube ich, wenn es zu gewittern anfangen würde, dann würden sie die Bahn aus Sicherheitsgründen abdrehen. Bei leichtem Nieselregen sind wir mit der Drachenachterbahn gefahren. Wir hatten recht Glück und wir sind zwischen die Regentropfen hindurch gefahren und durften trotzdem mit den Feuerdrachen bezwingen. Der Regen hat jetzt übrigens ein bisschen nachgelassen bei unserem Besuch, aber man merkt trotzdem, dass die Anstellschlange bei den Attraktionen, wo man im Innenraum fährt oder sitzt, noch immer länger ist als bei den Fahrten draußen. Wir hätten sogar wieder beim Aquarium nachgeschaut, weil wir eigentlich wieder ins Aquarium wollten und das sind 60 Minuten Anstehzeit schon wieder, deswegen, das wird wahrscheinlich nichts. Mal schauen. Ja.
Übrigens keine Sorge, falls es spontan zum Regnen anfängt im Legoland, dann gibt es in ziemlich jedem Shop, bei dem wir vorbeigeschaut haben, auch Regenponchos zu kaufen, die sogar stylisch aussehen, denn es steht Legoland drauf, also echt top. Ausgerüstet mit diesen oder auch wenn ihr einen Regenschirm mit haben solltet, könnt ihr dann natürlich trotzdem die tollen Aufbauten und Lego-Modelle wie hier die Dinos beachten und mehr oder weniger bewundern eigentlich, denn die sind auch bei Regen ganz cool. Oder ihr geht in die Arena, wo sie immer so Zaubershows aufführen. Was uns auch schon den ganzen Tag wundert, ist, dass das Legoland heute, obwohl es ziemlich kalt ist, es hat glaube ich nur 15 Grad und es regnet die meiste Zeit. Es ist auch ein Donnerstag, das Legoland ist aber relativ voll. Also so viel los war noch überhaupt nie in dieser Saison, wo wir hier waren. Was uns am Anfang gewundert hat, aber natürlich alle Leute haben diese tagesdatierten Karten. Das bedeutet, man muss ja vorher schon angeben, wann man kommt und das Ticket ist dann nur an diesem Tag hier gültig. Und das heißt natürlich, dass wahrscheinlich viele Leute gekommen sind, auch wenn sie lieber auf einen sonnigen Tag gewartet hätten. Wir schauen mal, ob es auch noch was zum Wasserspielen gibt, wenn von oben das Wasser kommt. Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt leider nichts zum Wasserspielen und der Zug ist auch nicht in Betrieb. Obwohl es uns nicht wundert, denn unser kleiner Baumeister ist ja wieder mal nicht mit. Den armen Kleinen müssen wir jetzt dann echt mal mitnehmen. Aber leider war alles ausgebucht, das könnt ihr gar nicht glauben. Es waren alle Hotels ausgebucht, es war der Campingplatz ausgebucht, komplett. Und für einen Tag haben wir gesagt, tun wir es unseren Baumeister nicht an. Ein anderes Mal. Heute, wo es den ganzen Tag regnet und kalt ist, ist die Wartezeit bei der Dschungelexpedition auch nur eine halbe Stunde. Kein Wunder, bei diesem schrecklichen Wetter. Wir schauen mal, ob wir fahren. Wir wissen es selbst noch nicht. Normalerweise wartet man dort aber immer über eine Stunde. Also wäre heute die Gelegenheit dafür. Eine Attraktion, die drinnen ist, wo aber trotzdem nur 5 Minuten Wartezeit sind, die Tempel-Expedition, wo wir auf jeden Fall reinschauen werden. Auf jeden Fall, das ist doch ganz klar, die geht immer. Wir haben bemerkt, die Steine fehlen noch immer, aber es gibt doch keine Wassersteine in dem Fabrikshop. Also diese Fahrt ist wirklich nur für die richtig, richtig Mutigen und die, die keinen Schnupfen haben, denn ich habe an diesem Tag im Legoland leider doch ein bisschen einen Schnupfen gehabt. Ja, wir lassen diese Fahrt lieber aus heute, aber ein paar hartgesottene Piraten hat es gegeben, die sich ihre Fahrt mit der Wasserbahn nicht vermiesen ließen. Eine halbe Stunde musste man warten. Wir werden es vielleicht nächstes Mal wieder probieren. Die
Die Finger der Piraten bewegen sich heute nicht, aber sie spielen trotzdem. Und Rita will hier vielleicht mit dieser Wasserbahn fahren, wo überhaupt keine Leute anstehen. Das wäre ein Traum, aber ich habe zu viel Angst, da doch von oben bis unten nass zu werden, denn die Leute spritzen schon sehr heftig, wie ihr da hinten seht. Ja, und das Problem ist einfach, dass man, wenn man dann einmal richtig nass ist, wird man an so einem Tag wie demjenigen, wo wir dort waren, nicht mehr trocken. Wie wir schon gesagt haben, die Fahrten, die drinnen stattfinden, wie zum Beispiel Ninjago, The Ride, sind heute alle mit langer Wartezeit verbunden. Hier wartet man zum Beispiel 37 Minuten. Wir wollten ja eigentlich, wenn es nur durchregnet, auch in das Aquarium hinein. Aber ich glaube, es sind noch immer ca. 60 Minuten Wartezeit. Deswegen werden wir wohl eher ins Schnäppchenzelt uns weiter. Auf geht's zum Shopping. Auf der Safari im Regen, denn da sind bekanntlich alle Tiere heraus. Und nicht nur nettes Getier haben wir gefunden, sondern auch danke an die lieben Zuseher, die uns erkannt haben, angesprochen haben. Das war so nett, wir haben uns sehr gefreut. Wirklich nette Leute hier im Legoland. Also, falls ihr noch nicht hier wart, unbedingt mal vorbei. Rita fühlt sich wie ein echter Star. Ihr habt ihr den Tag versüßt und gerettet. Was man bei Schlechtwetter natürlich auch machen kann, ist einen Abstecher in die sagenumwobene Busfahrer-Lounge zu machen. Wenn man denn ein Busfahrer ist. Also falls ihr da schon mal dort wart, vielleicht schreibt uns in die Kommentare, wie es dort wirklich ist. Ein Highlight bei jedem Wetter ist natürlich das Lego Movie 2 Apocalypseburg Layout im Aktionszelt. Dort war ich, obwohl der Tag so schlecht war, vollkommen alleine, wieder mal. Ja, dieses Layout verdient aber weit mehr Aufmerksamkeit, als es ja bekommt, finde ich. Es ist eines der besten Layouts, die ich jemals gesehen habe. Die Apocalypseburg erstrahlt in ihrem ja doch sehr kaputten Glanz. Und ich habe dieses Mal wieder ein paar kleine Ecken gesehen, die mir noch nie untergekommen sind. Ich bin gespannt, wie oft du noch Werbung dafür machst und wann endlich doch andere Leute auch hier sind. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Das Einzige ist, das Licht ist dort so dermaßen dunkel, dass man zum Teil gar nicht gut reinsieht. Dann blinkt es wieder, aber dort könnte ich Stunden verbringen oder auch nur dort. Das wäre für mich vollkommen in Ordnung. Das Miniland ist natürlich auch bei Schlechtwetter ein Traum. Legosteine sind ja bekanntlich wetterfest, hoffen wir es zumindest. Ein paar sind schon etwas vergilbt, aber das Miniland erstrahlt in seiner schönsten Blüte auch heute an einem doch eher sehr schlechten Tag hier in Günzburg. Und Züge sind bei Schlechtwetter auch genauso schön wie bei Sonnenschein. Der Legoland Express. Also mag die, klar, Blick mag die. Wie bei uns in der Stadt ist hier auch noch nicht alles fertig. Zum Glück, Leute, ich dachte, das ist nur bei uns in der Stadt so mit diesen ganzen Baustellen. Hier bei dem Display.
Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie schwer ich bin, wenn ihr wisst, wie schwer der Eiffelturm ist. Ob sich das auszahlt, ich weiß ja nicht. Übrigens eine neue Sache, die ich auch sehr, sehr cool finde, ist dieses AR-Erlebnis, wo man sich diese Mythiker-Tiere oder Figuren oder was das sind, suchen kann. Dann kann man mit der Handy-App, also mit der Legoland-App, dieses Tier scannen, bekommt eine Karte dafür und sieht quasi das Tier dann im Miniland fliegen oder ist er eben positioniert. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache und eben auch so wie eine Art Schnitzeljagd, sicher auch interessant für Familien mit Kindern. Das macht richtig, richtig Spaß. Wir haben 2 Tiere gefunden. Leider haben wir das erst am Ende unseres Tages gesehen, dass man das machen kann. Aber ich finde das echt eine nette Abwechslung, mal ein ganz anderer Blick auf das Miniland, muss ich sagen. Ganz richtig. Kein Mensch weiß, was Mythica überhaupt sein soll. Wir haben auch den 4D-Kinofilm leider noch nicht gesehen, ja. Schauen wir uns aber hoffentlich beim nächsten Mal an. Aber das kann man auch bei Regen machen, wenn man denn einen Schirm oder einen Poncho mit hat. Auf jeden Fall. Denn das Miniland ist ja bei jedem Wetter bekanntlich schön und wenn man ein bisschen ein spritzwasserfestes Handy hat, sollte das auch kein Problem sein. Hier seht ihr zum Beispiel, dass Rita so eine Fledermaus, Maus oder was auch immer das war, eingescannt hat. Wir haben eine Karte gekriegt, eine Fabelwesenkarte gefunden. Die Flattermaus. Vorstellungskraft 40, Seltenheit 55, Verhalten 70, Stärke 15. Vielleicht gibt es noch mehr von diesen Tieren. Ein weiterer Standort, falls ihr nichts finden solltet. Hier seht ihr das, ein kleiner Hinweis. Wir verraten nicht genau, wo das ist, weil dann wäre es ja noch leichter. Aber da haben wir noch ein Tier gefunden, nämlich genau ein Chimera. Finde ich schon echt cool, und dass man die Karten bekommt. Ich weiß nicht, was man damit macht, aber wir finden das noch heraus. Hi Ninja! Wie cool ist das denn? Einerseits haben wir eine Prinzessin hier, dann haben wir eine Minifigur, einer Legoland und hinter Christoph steht die Weiße. Wenn man das Beste aus dem Regenwetter macht, dann kommt auch die Sonne raus. Ich hoffe, dass unsere Tipps bei euch auch wirken, dass ihr genauso viel einkauft wie wir beim Schlechtwetter, und dann wünschen wir euch einen schönen Aufenthalt hier. Genau, man hat trotzdem einen schönen Tag, dass wir dann auch bei Regenwetter tun. Wer weiß, vielleicht kommt ja auf die Sonne raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.